okay? Ja. Also, mein Name ist Wolfgang, ich komme aus Duisburg, mache hier Musik und ich habe eine Frage an Herrn Kretin, die sich in dem Fall nicht auf Duisburg bezieht, sondern auf den Vertrag von Lissabon. Es sind nämlich nicht nur der Herr Gauweiler und der Lafontaine, die da klagen, sondern auch einige andere. Und ich habe unter anderem eine Klägerin nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht begleitet. Und Ihre Vorbehalte, die Sie da hatten, die sehe ich auch nicht ganz so eng. Es sind aber zwei Sachen, die sind mir dabei sehr übel aufgestoßen. Die erste Sache ist die Tatsache, dass mit dem Abschluss des Vertrags von Lissabon, ich habe mich damit mal intensiver befasst, unser Staat zu einem Gewährleistungsstaat wird. Das heißt nicht nur, dass öffentliche Versorgung wie Strom oder Wasserwerke in privater Hand, in die Hand von Konzernen wandern, sondern sogar hoheitliche Aufgaben in Staatssache übergeben können. Das heißt, streng genommen, die Firma Monsanto in England ist es schon so, da macht es Avato, da haben die so eine ganze Finanzverwaltung oder eine Verwaltung von der Stadt inne. Und da macht Monsanto beispielsweise die Lehrpläne für eine Schule hier, sodass dann Genfood irgendwann nicht mehr gut ist. Und die zweite Sache, die ich sehr kritisieren muss in diesem Vertrag, ist die Aufrührertötung. Also die Tatsache, dass man Aufstände und Aufruhr gewaltvoll niederschlagen darf. Also das sind zwei Punkte, wo ich sage, da kann ich den Vertrag von Lissabon nicht unterschreiben. Aber das haben Sie getan, Herr Tschetschin. Warum haben Sie das getan? Der ersten Frage. Der Vertrag von Lissabon eröffnet die Möglichkeit, die Mitgliedstaaten zu definieren, was allgemeine Dienstleistungen sind. Das ist auch gut so. Weil wir damit aus einem Streit rauskommen, der lange Zeit zum Beispiel gedroht ist, um die Frage, müssen wir eigentlich zum Beispiel die Wasserversorgung europaweit ausschreiben? In dem Moment, wo wir als Bundesrepublik Deutschland den Bereich der Wasserversorgung zu einer allgemeinen Dienstleistung machen, sind wir aus dem Zwang, an dieser Stelle europaweit auszuschreiben und dann zu ungleichen Bedingungen, beispielsweise öffentliche Anbieter und private Anbieter in einen unfairen Wettbewerb treten zu lassen, raus. Nur, diese Frage wird bisher unter dem Vertrag von Nizza, das ist ja der Vertrag, der bleibt, wenn Lissabon nicht kommt, nicht von den Mitgliedstaaten, sondern von der Kommission entschieden. Deswegen hat der Lothar Bisky recht, als er gesagt hat, zum Ärger seiner eigenen Partei, dass es falsch wäre, wenn Lissabon weiter existiert. In dieser Frage, gerade in der Frage, die Sie benannt haben, ist Lissabon gegenüber dem geltenden Recht des Europäischen Vertrages von Nizza ein erheblicher Fortschritt, weil er nämlich dieses Zurückverlagert in unsere Entscheidung. Wir haben zu definieren, was allgemeine Dienstleistungen sind. Wenn Sie Ihnen das was wert ist, sollten Sie Ihre Klage schnell zurückziehen, weil wenn Sie sie gewinnen, würden Sie sich in Ihrer Position erheblich verschlechtern. Das mit den Aufständen habe ich nicht verstanden, habe ich auch nicht überlegt, aber das können wir gerne nochmal nachgucken. Teil der Protokolle des Vertrages von Lissabon. Diese Protokolle werden gemeinhin von den Politikern nicht gelesen. Da stehen auch Sachen wie Sie müssen mir mal schon unterstellen, dass ich relativ viel lese und auch da lese. Mir ist dieses in der Form nicht untergekommen. Vielleicht habe ich ein und dieselbe Textpassage anders verstanden, aber wir können uns informieren Sie sich. Also das ist sehr, sehr sicher. Die Leute haben sehr intensiv recherchiert. Ja. Und das ist sehr bedenklich. Also unter den Vorzeichen könnte ich diesen Vertrag nicht ziehen. Es gibt keine europäische Polizeitruppe, es gibt keine europäische Aufstandsgruppe. Was es weiterhin geben wird, ist in Frankreich zum Beispiel eine Bereitschaftspolizei nach dem CRS. Die wird weiterhin so vorgehen, wie wir uns das lieber nicht wünschen. Wir haben solche Polizei, Gott sei Dank. Übrigens auch von Dienst der Grünen in Deutschland nicht mehr. Keine kasernierte Bereitschaftspolizei in dieser Form. Ich sage nicht, dass es so passieren wird, aber die gesetzliche Grundlage dafür ist da. Nein, die gesetzliche Grundlage, eine Veränderung gegenüber dem Vertrag von Nizza sehe ich da überhaupt nicht. Okay.